Weiter geht es mit einer neuen flutschigen Folge The Last of Us Part 2. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz flutschig mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte verflutschte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ja, die kleine Abby, die sieht irgendwie ganz schmolli aus, ne? War eine harte Woche, Abby. War eine harte Woche. Wenn ihr da draußen mir ein wenig die Woche versüßen wollt, dann lasst auf jeden Fall jetzt eine Bewertung da. Geht ganz schnell, dauert gar nicht lange und kostet auch kein Geld. Und somit könnt ihr mich und dieses winzig kleine Projekt hier am allerbesten unterstützen. Und wir sind jetzt hier auf der Insel der Scars. Und wir haben Tommy gesehen. Wir haben herausgefunden, wie Tommy seine Verletzung sich zugezogen hat. Und wir alle hoffen, dass Tommy am Ende gesund zu seiner geliebten Frau nach Hause darf, die eine verdammt gute Person ist. Ach, Tommy. Wie wollen wir das denn hinkriegen? Zu unserem Haus, weil dort unsere Mom ist. Wie weit ist es? Über die Insel. Schau. Hat sie gerade gesagt... Hat sie gerade scharf gesagt? Ah, scharf. Also dafür, dass wir jetzt hier auf der großen Insel der Scars sind, ich hab ein bisschen, keine Ahnung. Sicher, dass sie uns heute Nacht angreifen? Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem. Also ich dachte, hier wären einfach mehr Gebäude von denen. Ah, hier mal durch. Alter, überall Wasser, ne? Überall Wasser. Meinst du, du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Die kleine Yara ist wirklich heftig unterwegs. Und drüben ist auf jeden Fall ein Turm, den die gebaut haben. Denn die dürfen hier nur Holz verwenden. Tja, wer hat denn jetzt eigentlich genau den Waffenstillstand unterbrochen? Waren es die Scars? Oder doch WLF? Hat Isaac irgendeinen bösen Plan, um Seattle komplett zu übernehmen? Das ist halt das Faszinierende am Mensch, ne? Die Scheiße ist am Dampfen. Alles und jeder geht den Bach runter. Abby, ich hole Vorräte. Aber trotzdem. Trotzdem schafft es der Mensch, jedes Mal sich irgendwie noch selbst an die Gurgel zu gehen. Idaho, 1890. Vorräte. Das ist einfach nur eine Münze. Irgend so eine ranzige Münze. Okay, hier drüben liegt leider nichts rum. Oh, scheiße. Selbst hier auf euren heiligen Inseln hängen sie rum. Warum eigentlich dieser Brauch hier? Fuck. Kennst du die? Hab sie schon mal gesehen. Tut mir leid. Wegen deiner Freunde. Nicht zu ändern. Wieso? Also ich meine, aufhängen und Eingeweide raus. Aber wieso? Bekommen wir darauf jemals eine Antwort? Sonntag, 5 Uhr. Scott und ich haben die Ostküste gegen 3 Uhr erreicht. Die Informationen der Gefangenen waren tatsächlich mal nützlich. Kein direkter Widerstand. Wir suchen jetzt einen höheren Standort, um uns zu orientieren. 7.30 Uhr. Die größte Ansammlung von Gebäuden befindet sich auf der Südseite. Im Norden und Osten sind Farmen und eine Art Holzfällerlager. Kleinere Ansammlungen von Gebäuden sind auf der ganzen Insel verstreut. Alles Holzhäuser. Nach dem Ausbruch erbaut. Diese Freaks meinen es tatsächlich ernst damit, dass sie von dem leben wollen, was die Erde ihnen schenkt. Wir werden näher an eines ihrer Dörfer herangehen. 10.15 Uhr. Wir warten in einem alten Gebäude im Zentrum der Insel auf den Einbruch der Nacht. Die Scars haben in diesem Gebiet noch nichts abgerissen und neu aufgebaut. Könnte ein guter Sammelpunkt für uns sein. 21 Uhr. Ihre Anzahl ist beunruhigend.
Es sind deutlich mehr, als wir dachten. Die Dörfer sind gut gesichert und ihre Patrouillen über die Insel sind gut organisiert und häufig. Wir haben mehr Informationen gesammelt, als gedacht und machen uns auf den Rückweg. Montag, 4 Uhr nachts. Bei der Rückkehr zum Landeplatz haben wir unser Boot gesunken vorgefunden. Es wurde zerstört. Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen irgendwie anders von dieser Insel runter. Aber wie nur? Aber wie nur? Abby, warum hilfst du uns? Tja, warum, Abby? Das hat Lev mich auch gefragt. Ich schätze, weil ihr das nicht verdient habt. Aber auch, weil ich es wollte. Musste einfach. Weil Abby ein Mensch ist, getrieben von Hass, Wut und Schuldgefühlen. Oh. Ist das euer Dorf? Nein, das ist Haven. Unseres liegt dahinter. Nicht Trödel. Sie könnten dich sehen. What? Alter, wie heftig ist das denn, bitteschön? Das ist Haven und es gibt noch mehr davon. Ihr seid ja ganz schön fleißige Bienchen. Das ist unser Warnsignal. Deine Leute sind hier. Die ganze Insel ist jetzt alarmiert. Wir müssen uns beeilen. Irgendwie war das doch klar, oder? Irgendwie war das doch klar. Okay, zu dem Zeitpunkt. Etwa 1000. Wie viele Soldaten? Die Hälfte von uns ist gefechtsbereit. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Manche verstecken. Die meisten kämpfen. Das wird ein Massaker. Das wird ein verdammtes Massaker. Na gut, jetzt wissen wir, dass Ellie ungefähr zu dem Zeitpunkt das Aquarium betreten wird. Weil ich meine, Tommy ist ins Wasser gefallen. In der Nähe vom Aquarium. Er ist wahrscheinlich dann dorthin geschwommen. Und hat dann dort Ellie gefunden. Mit Owen und Mel. Ich muss ja sagen, ich finde solche Bauerndörfer auch irgendwie unheimlich. Ich finde die irgendwie unheimlich, keine Ahnung warum. Andere werden jetzt sagen, wie jetzt ist doch nichts dabei, halt irgendwelche Kartoffeln. Ja, aber das sind Kartoffeln des Bösen. Des Bösen. Ist hier jemand drin? Okay. Da rein rausgeholt, Ausweidung. Was haben wir denn hier? Marcus, verteil das Wildfleisch wie folgt. Filet, Hüfte, Ältester, Duncan. Rücken, Oberschale, Unterschale, Ältester, Constance. Roast Beef, Walter. Er muss für seine gute Ernte belohnt werden. Brust, Rippen, Harper und ihre Familie. Ältester Duncan möchte, dass sie für die Leitung des Angriffs auf das Wolf-Lager letzten Monat belohnt wird. Schulter und Reste... Lehrerin Lyra und ihre Familie. August will außerdem das Fell haben. Er hat versprochen, dass Ezra uns dafür neue Ausbeinmesser macht. Er sieht zu, dass er seinen Teil der Abmachung einhält. Gib das Geweih irgendjemandem, von dem du meinst, dass er es verdient hat. Sie führe dich, Lucia. Ich könnte so nie leben. Ohne Scheiß, ich könnte so nie leben. Ich könnte so nie leben in so einer komischen Kommune, wo alle irgendwie dann so sagen, du seist gesegnet, Bruder Kies. Gut gemacht. Möge dich die Führerin leiten. Hier, nimm den Elchschwengel und reibe damit dein Erstgeborenes ein, Bruder Kies. Ah, Bruder Kies. Was machen Sie da, Frivolis, mit der Elz? Mit der Elchmilz? So was habe ich noch nie gesehen. Das nennt man Travel Pussy. Ah, okay. Danke, Bruder Kies. What? Alles in Ordnung? Ihr Licht durch den Sturm führen. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt.
Tja, und mein Dad hat immer gesagt, schaff Geld dran, sonst Gürtel. Das sind so meine Lebensweisheiten. Wenn du kein Geld hast, Sohn, ja, dann schaff Geld dran, sonst gibt's mit dem Gürtel. Alles klar, Dad. Danke für die Lebensweisheit. Oh, Hühnchen. Aber die leben so an sich ganz gut, ne? Also Wild, Hühner, Schweine, Schafe da hinten. Schnitzereien in Bäumen. Ihr habt hier das große Los, ne? Tja, gäb's nur Frieden und keinen Fanatismus. Wir müssen da hochklettern. Dann wäre es eigentlich ganz nett. Karren schieben. Karren schieben. Abby hat auch noch nie irgendwas gegessen, ne? Oh, Abby, da baust du aber ordentlich ab. Ernährung 70%, Freunde. 20% Drogen, 10% Training. Ja, so nicht, aber trotzdem, 70% Ernährung. Das ist kein Bullshit. Bringt sie in Sicherheit! Los! Gar nicht gut. Wie kommen wir hier durch? Das Tor ist abgesperrt. Die Sägemühle. Das große Gebäude rechts mit den Fackeln. Da kommen wir raus? Ja, da können wir durch. Perfekt. Dann los. Schließt das Tor! Regelt das Lager ab! Dürfen wir töten, Yara, oder sagst du dann, oh nee, da bin ich dann eher raus? Weil wahrscheinlich müssen wir töten. Reinige deinen Geist. Das wird eine lange Nacht. Denk daran. Nur durch die Angst finden wir wahre Stärke. Ich bin nicht bereit. Für das Wohl deiner Mutter und für dein Leben bist du bereit, wenn die Zeit kommt. Was? Ich gehe jetzt gleich mal hin. Gibt's doch nicht. Oh nein. Nichts zu sehen. Egal, ich meine, die kann ich ja wahrscheinlich sogar noch looten, wenn ich Glück habe. Hör mal auf mit dem Scheiß hier, Lady. Deine Glückskapuze hat dir schon zweimal den Arsch gerettet. Oder sind die hier zerbrochen? Weil Steinwand. Wahrscheinlich sind die zerbrochen. Gut gemacht, Kies. Gut. Bester Schütze EU West. Dankeschön. Ganz locker. Wer sieht mich? Wer sieht mich denn hier? Alles klar, ihr Freaks. Okay, wo? Wo? Drüben ist jemand. Ach, da oben ist auch noch jemand. Wie machen wir es? Ich glaube, auf der Seite habe ich keine Ruhe. Hey, Kleine, wenn du willst, ne? Renn los und stich jemanden ab. Ah, Mist, nicht genügend Pillen. Na gut. Machen wir die hier. Ist hier oben noch jemand oder wer sieht mich hier? Old Mac Abbey had a farm. E-I-E-I-O.
Okay, da drüben ist noch einer. Hey, siehst du irgendwas? Nichts, alles gut. Ja, da ist auch noch einer. Dance with me, my little girl. Schön da drüben zusammenbrechen. Dankeschön. Thank you very much. So, hier ist ein Dude. Kann man eigentlich markieren? Könnte sein, dass hier noch jemand im Gebäude drin ist. Yes. Bogenschütze. Was in... Ein Wolf ist... Ah, verdammt. Ah, verdammt sind das viele jetzt wahrscheinlich. Ich hab nichts zum Boxen. Ey, Kumpel. Burn for me. Burn for me, my friend. Wo ist die alte Fette? Ihr werdet hier alle verrecken. Ihr habt mein Wort. Habt ihr hier Alkohol? Oh. Muss mies sein. Yara! Easy, Yara, easy. Hier ist eine Menge Loot. Okay, zwei sehe ich hier noch. Erstmal hier irgendwie so einen kleinen Kloschkalaf gegessen. Das Nationalgericht der Insel. Gönnst du dir Kloschkalaf? Das war nichts. Cora verreckt gerade. Man darf hier einen Schalldämpfer, ne? Wäre edel. Ey, Dude! Wo bist du denn? Ganz in deiner Nähe, Dude. Habe ich den Arm weggeschossen? Hey, das ist so heftig, ne? Das ist so heftig. Ich glaube, wir haben's. Das war verrückt. Wir sind nah dran. Aber sie kommt voll damit klar, ne? Dass wir ihre Leute gerade regelrecht niedermetzeln. Ist für sie gar kein Problem. Ah, mach euch, Abby. Metzel meine Leute nieder. Ist für mich in Ordnung. Kann man so machen. Kann man so machen. Ja, Moment. Ich will noch ein bisschen Alkohol. Alohol. Ich brauch noch ein bisschen Alohol, meine kleine Freundin. Und ein bisschen Kraschkalaf. Das schmeckt mir nämlich immer so gut. Ah, hier war noch ein Riegel. Die Mühle. Oh yes! Endlich mal wieder eine ordentliche Axt. Damit kann Mama arbeiten. War hier nicht irgendwo noch so eine Fette? Teile. Aber ich bezweifle, dass wir hier nochmal eine Werkbank finden werden. Wartet mal. Was wollen wir als nächstes? Ah, 50. Hier sind wir durch. Findet ihr, es lohnt sich jetzt hier nochmal Herstellungsgeschwindigkeit mitzunehmen? Wahrscheinlich eher jetzt gucken, dass man die Medikits noch ein bisschen improved. Hier liegt doch der Pfeil. Pfeil und Bogen liegen doch hier rum. Warum
Warum ich könne nicht mitnehmen? Warum? Frustrierend. Sehr frustrierend. Haben die hier eine Werkbank? Ist das eine Werkbank hier drüben? Ah, ich würde gerne meine Waffe nochmal hier pimpen. Wir holen doch deinen kleinen Brudi niemals ein. Der ist so viel weiter als wir. Und runter mit uns. Na gut, Friendos. Wie das schlammige Abenteuer weitergeht, das erfahren wir natürlich original in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da, bleibt immer schön schmutzig. Bis zum nächsten Mal. Danke für den Support und tschüss!